Hallo und herzlich willkommen bei Legendary Games, heute mit dem Longplay zu Vermeer, einem Spiel von 1987, entwickelt von Ralf Glau und dann umgesetzt auf dem Commodore 64 von Herrn Försterer und von Herrn Chemnitz. Der Herr Ralf Glau hat auch häufiger schon was zu Vermeer erzählt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn für einen Podcast gewinnen können. Trotzdem gibt es bei uns natürlich viele alte, gute Spiele, die besprochen werden auf www.legendarygames. Und heute habe ich mir den Klassiker Vermeer, vertrieben von Ariola Soft, mal hergenommen, um ihn einfach mal im Einzelspielermodus vorzuführen. Also zusammen kriege ich leider keinen mehr hier in den Hot Seat rein, der mit mir Vermeer spielt, aber ich habe einfach wieder mal das Verlangen danach, auch nachdem wir mit Gerald Köhler darüber gesprochen haben und über sein Remake aus den 90ern. Und deswegen spiele ich heute zumindest erstmal den Klassiker und vielleicht dann auch irgendwann mal Vermeer 1 und 2 aus dem Hause Ascaron. Ja, ich wünsche allen Zuschauern viel Spaß. Ich kann dazu sagen, ich werde jetzt gleich im Screen auch switchen müssen, damit das auch entsprechend gut aussieht. Also nicht erschrecken, wenn es jetzt irgendwie mal ganz kurz nicht passen sollte vom Bildschirm her. So. Und dann werden wir das Spiel auch starten. So. Ja, wir haben also die Commodore-Version und wir beginnen ein neues Spiel, wie angekündigt. Wir haben einen Spieler und ich glaube mal Legendary Games wird zu lange sein. Ah, großstellen geht schon mal gar nicht. Legendary. Ich nenne es einfach mal nach dem Let's Player, das bin ich in dem Fall. So, und es kommen am Anfang ganz klassisch, wie ihr es kennt, die Börsenkurse rein. Man sieht auch die Inflationsrate, die ist gar nicht so weit weg vom Jahr 2022 und auch den Dollarstand. Und jetzt ist es so, dass ich mit diesem Geld erstmal mich entscheiden muss, wo baue ich denn eine Plantage. Ziel ist es eigentlich, den Onkel zu beerben. Dafür gibt es eben die Auktionen. Die Auktionen sieht man hier unter anderem, wo die neuesten Bilder verkauft werden. Also ein Knopf, ein Ingress und ein Hals wird verkauft. Ihr seht auch die Daten, da gibt es immer so, ja, alle 14 Tage, alle 3 Wochen ein Bild normalerweise. Und ich gehe jetzt aber erstmal auf Reisen und sage, das ist das Klassische fürs Einzelspieler, nach Ankara und werde in Ankara meine erste Plantage bauen. Ihr seht, ich fahre auch per Land hin, das dürfte 8 Tage dauern. Und in der Zwischenzeit werden Meldungen reinkommen und diese Meldungen betreffen die politische Lage oder historische Ereignisse der damaligen Zeit. Man darf ja nicht vergessen, 1918 war ja auch noch der Erste Weltkrieg und der Präsident Wilson schlägt eben einen Friedensvorschlag, Kompromiss vor. Ja, Inflation steigt, super natürlich. Kakao können wir nicht brauchen. Das ist was, was nicht wächst. Das glaube ich, es wächst Tee, Tabak und ich glaube Kaffee, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde auf alle Fälle eine Teefarm hier errichten. Dafür gehe ich erstmal auf die Plantage und ich werde Land kaufen. Ich werde das Land jetzt hier einmal beispielhaft so kaufen, wie ich das im Multiplayer gemacht habe. Denn normalerweise, wenn man so Kästchen macht, je größer die Plantage, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Ernte größer ausfällt. Und im Multiplayer war natürlich wichtig, andere Plantagen eventuell einzuzingeln, falls man das gleiche Land hatte wie der Nachbar. Und dadurch konnte man Folgendes machen. Man konnte dann, wenn man viel Geld hatte, das zeige ich hier mal exemplarisch, wie bei Käsekästchen, diese Dinger in so kleine Quadrate aufteilen hier. Ja, dafür reicht jetzt mein Geld nicht, ich habe nur 44.000. Aber das war tatsächlich sehr effizient und hat dazu geführt, dass einige Standorte dann für andere Leute überhaupt kein Interesse mehr hervorgerufen haben, weil die gesagt haben, naja, was soll ich denn mit einer 9 Hektar Plantage? Und das hat man mit dieser Bauweise ganz gut gemacht. Da ich ja jetzt keinen Konkurrenten fürchten muss, ein Wiedereinstieg von jemand anderem, der sagt, hey, ich will jetzt doch spielen, wäre ja auch nicht möglich an der Stelle. Ich würde jetzt zum Beispiel hier abschneiden, ja, also kleine Kästchen machen, die einfach nicht rentabel sind. Nutze ich die Flüsse, denn die Flüsse geben doppelte Ernte. Und das ist natürlich gut an einem Flusslauf, dann entsprechend auch die Felder zu besitzen, gerade am Anfang, was ich jetzt hier auch mache. Und ihr seht schon, die Hektar hängen zusammen. Also ich kaufe jetzt nochmal für
für 49, machen wir 50 Hektar als glatte Summe. Und jetzt muss ich Saatgut kaufen, dafür gehe ich hier raus. Muss ich, glaube ich, nochmal bestätigen, genau. Dann gehe ich auf den Markt und hier kann ich tatsächlich kaufen. Ich möchte gerne Tee und zwar 50 Stück. Und das wird jetzt als Saatgut angepflanzt. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir gehen auf die Plantage, drücken hier Anbau und wir machen Tee und wir bauen auch den ganzen Tee an. Und ich glaube, ich habe jetzt schon ein Problem, denn ich weiß, dass diese 3.922 Euro, die ich habe, niemals reichen werden. Das darf man nicht. Ich glaube, man darf nur bis 32.000 aufnehmen. Niemals reichen werden, um auch tatsächlich die Arbeiter zu bezahlen. Ich könnte jetzt für das Geld noch weiter einkaufen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so lange nicht gespielt. Bei 50 Hektar nimmt man normalerweise auch 50 Arbeiter. Ist nicht ganz so, dass man sagt, ein Hektar, ein Arbeiter, aber es ist tatsächlich so, dass man bei 500 Arbeitern, die in so einer Stadt sind, irgendwann auch mal alle 500 betreiben wird. Ihr seht, da gibt es einen Tariflohn und einen Tageslohn. Man kann die anderen Spieler ärgern, indem er abwirbt. Das ist relativ billig, damit ist es auch witzlos. Aber man kann die Lohnhöhe auch umändern. Und wenn man die Leute abgeworben hat und die Lohnhöhe auf 99 setzt, dann ist es durchaus schon sehr teuer, auch die Arbeiter wieder zurückzugewinnen. Ich mache jetzt Folgendes: Ich muss mindestens 14 Tage Aufenthalt machen. Wenn ich einen längeren Aufenthalt mache, dann ist es so, dass die Arbeitnehmer, die ich habe, eine produktivere Ernte haben. Das ist mit jedem Tag, den man praktisch nicht erntet, der Fall, dass man. Ah, okay, ich kann eine Menge kaufen. Also muss man rechnen. Kaufen wir 200, jawohl. Und dann kaufen wir nochmal von den Royal-Aktien auch nochmal 70. Ah, geht nicht mehr. 45. So. Und jetzt gibt es noch immer die Möglichkeit zu sagen, es gibt diesen 14-Tage-Trick. Also da geht man mit zu wenig Geld hin, drückt auf ein Ziel, drückt Reisen. Und wenn man das gedrückt hat, heißt, das Geld kostet so und so viel. Willst du da wirklich hinreisen? Und dann kannst du sagen, ja, will ich. Und dann sagt er nicht genug Geld. Und dann kommt eine Nachricht, ein Freund sendet ihnen Geld. Aber dann wäre mein Aufenthalt ja wieder da. Und da ich ja weiß, sie brauchen mindestens 14 Tage zum Ernten und ich die erste Ernte gerne nach, ja, so 30 Tagen hätte. Bleiben wir einfach mal so lange auch in Ankara wohnen, bevor wir dann die Ernte auch komplett nach London verschicken. Also Richmond hat Unruhen, das wäre eine typische Tabakstadt. Ihr seht auch, Lloyd ist gestiegen. Es kommt aus meiner Sicht immer so ein bisschen drauf an, wo ist denn. Jetzt muss ich natürlich verkaufen. Meine Lloyd-Aktien sind ja hochgegangen. Ah, ja, da kaufen wir nichts. Wo fährt man denn entlang? Denn diese ganzen Aktien, die man hier, diese ganzen Aktiengeschäfte, die man abwickelt, die sind tatsächlich davon abhängig, wo man. Das ist aber eine kleine Ernte. Ich habe wahrscheinlich zu wenig Arbeiter, vermute ich mal. Brauche ich zwei Arbeiter pro Hektar? Ja, 0,5 pro Hektar. Das ist sehr wenig. Wir stellen einfach nochmal 50 ein. So. Und wir warten jetzt nochmal zum Vergleichswert, damit wir da auch einen Vergleich haben. Wo muss ich natürlich wieder Aktien kaufen, ist ja klar. Wieder die Lloyd-Aktien. Und wir kaufen wieder 200. Das geht nicht mehr, ne? Weil ich habe ja versendet. Kaufen mal 180, 170. Jawohl. Und dann kaufen wir nochmal von den Star-Aktien auch nochmal. Ja, 30. Gut. Also jetzt kann ich mache natürlich wieder 30 Tage, um den Vergleich zu haben, wie gut ist denn die Ernte? 15. Februar, Inflationsberuhigung, da ja, waren auch nur 2% vorher. Das ist relativ wenig für einen Monat in dem Spiel. Und man sieht, die Aktienkurse schießen in die Höhe, Lloyd läuft gut. Inflationsberuhigung mit 10%, ja. Sehr, sehr beruhigend. Und diesmal haben wir das Doppelte geerntet. Also tatsächlich, wir brauchen mehr Arbeiter. Da hatten wir es letztes Mal gesehen. Mit 26 hatte ich bei den 26 hatte ich auf 30 Tage mit 50 Arbeitern und mit 100 habe ich eben
wesentlich mehr gemacht. So, jetzt verkaufen wir dann mal 100 Stück. Schicken auch unseren Tee los. Transport nach London mit Tee. Und zwar, schade, dass es hier immer nicht alles gibt. Also so ein paar Komfortfunktionen wäre natürlich damals schon cool gewesen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir wollen ja danach auch die Plantage erweitern. Wir fahren erstmal nach London zurück. In der Zeit arbeiten alle in Ankara. Mit solchen Ereignissen kann theoretisch eine Ernte zerstört werden. Also dass man dann enteignet wird von der Plantage oder dass man eben keine Möglichkeit mehr hat, dort zu ernten und hat aber noch die Arbeiter laufen. Es gibt solche Szenarien, wo das der Fall ist. Ja, und jetzt schauen wir erstmal auf den Markt hier und verklopfen mal unsere 79 Tee. Haben 38.000, also wir haben ein bisschen Gewinn gemacht. Jetzt bleiben wir mal, in London ist die erste Auktion, sehe ich auch. Wir machen jetzt mal Folgendes, da zeige ich mal diesen einen Trick. Ich verkaufe jetzt hier von Lloyd 200 Stück und dann kaufen wir noch Royal Aktien in Höhe von 80 Stück. Jetzt habe ich sehr wenig Geld und jetzt sage ich einfach mal Reisen. Ich möchte nach nach Bombay geht auch, 1026. Jetzt sage ich Aufenthalt, ja. Jetzt bleibe ich 14 Tage in London. Und jetzt seht ihr die Nachricht, man kriegt 656 geschickt. Es würde wahrscheinlich reichen, um irgendwo hinzufahren. Wahrscheinlich nach Ankara. Jetzt fahren wir aber nach Colombo. Aufenthalt 14 Tage. Und da seht ihr, das geht nicht mehr. Aber einmal geht's, egal in welchem Ort ihr seid. Ja, die Deutschen haben nochmal Hoffnung im Ersten Weltkrieg, dass sie auch entsprechend vorankommen. Man sieht, meine Aktien steigen. Ist ja, Börse ist ein sicheres Geschäft, muss man sich gar nichts vormachen. Da seht ihr, es kommt nochmal Geld. Ah, Wahnsinn. Hey, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich nochmal Geld kriege. Also so kann man auch Geld machen. war jetzt nicht so gedacht. Aber gut. So, dann kaufen wir halt hier auch nochmal, wenn man schon so viel Geld kriegt, für einen Zehner Aktien. Und hier kaufen wir auch nochmal für 2. Na gut, haben wir 142 Euro. Wir bleiben wieder mal und wir fahren jetzt diesmal wieder ins weit entfernte Colombo. Sagen Aufenthalt, 14 Tage in London. Der erste Monat, seht ihr, es geht relativ schnell rum. Ich habe auch ein bisschen Geld, weil die Aktien gehen ja nach oben. Und zwischendrin kriege ich noch Zinsen. Also das kann man auch so spielen, wie ich es jetzt gerade mache. Das machen vielleicht nicht so viele, aber es ist durchaus möglich, dass man hier eben auch ein bisschen Geld hier und da macht über die Zeit, in der man eigentlich Pause hat. So, ihr seht, ich kann auch nicht immer ganz genau steuern, deswegen schickt er diesmal weniger Geld. Und dann machen wir natürlich nochmal eine Reise. Ich reise dann im neuen Monat zurück, wenn die neuen Börsenkurse gekommen sind. Na, 14 Tage Aufenthalt. Und dann darf der Freund wieder Geld schicken. Inflationsberuhigung, was für Nachrichten, Wahnsinn. Nochmal rechtzeitig Geld geschickt, bevor die Aktienkurse steigen, so muss es auch sein. Wir nehmen natürlich die Leute, kaufen hier nochmal, ja, so 13 oder sowas, ja, wir können sogar nochmal, kaufen wir von denen noch 7. So, jetzt haben wir wieder kein Geld. Und ich bleibe noch einmal für darauf habe ich nicht gewartet. Bisschen hoch sind die Aktienkurse. Die Inflation war jetzt nichts Wildes. Wunderbar. Und wir haben genug Geld, um zurückzureisen. Das war das Ziel. Wir fahren jetzt zurück nach Ankara. Die Bilderjagd, ja, also unser Onkel gibt das größte Vermögen, was er hat. Wir sind irgendwann wahrscheinlich reicher als der Onkel. Aber derjenige, der 26 Bilder zuerst gesammelt hat von dieser Kunstsammlung, und es gibt jedes Bild zweimal, einmal als Fälschung und einmal als Original, man muss die Bilder auch prüfen. Derjenige, der zuerst die Bildersammlung praktisch in der Mehrheit hat, der bekommt dann auch die 12.8. machen wir 300. Der bekommt dann eben auch die 40.000.
braucht man natürlich erstmal, man kann jetzt sagen, mein Gott, hat er einen großen Auftrag gegeben. Ja, das stimmt. Aber man darf ja nicht vergessen, ihr seht schon, ich muss kein Saatgut mehr kaufen. Ich muss einfach nur noch die Plantage vergrößern und irgendwann eben genügend Leute einstellen und das war's. Also jetzt teile ich mal die Plantage so, wie ich das früher gemacht habe. Ich hätte das normalerweise schon vorher wesentlich strategischer zerstückelt, aber wie gesagt, Flussläufe geben doppelt Ernte, deswegen ist es nicht gemacht worden. Wenn es dann so kleine Parzellen sind, da sagt keiner, ach, ich fahre jetzt dahin und, ah, oh, Moment. So. Gibt natürlich Geldverlust, weil die Kontrolle nicht so gut ist. Es gibt auch kein Kauf-alles-Feld. Das wäre für spätere Plantagen sehr vorteilhaft. Aber das gibt es leider nicht. So. Es gibt auch keine Transportzeiten von den Waren. Die sind dann einfach per Geisterhand in der anderen Stadt. Also wenn ich heute nach London schicke, sind sie auch heute in London. Gibt keine Verzögerungen. Ja, und der Onkel sagt eben, mach deine Kohle in der Landwirtschaft mit dem ganzen Schmodder, was du da hast. Und wenn du das schaffst, na, verschicken natürlich auch wieder nach London, verschicken auch alle 81. Und wenn du das hinbekommst, dann freuen wir uns so sehr drüber, dass du mein Haupterbe wirst. Oh, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich vor den Börsenkursen ankomme. Ja, tue ich, das ist wunderbar. Und normalerweise ringt man eben im Multiplayer darum, ne? Das ist eigentlich so die Idee dahinter bei dem Spiel. 34.000, wunderbar. Dafür kaufen wir auf der Bank von den Reedereien wieder Lloyd-Aktien. Und jetzt, warum kaufe ich auch immer wieder Royal? Royal ist das, was in Amerika bei Richmond und so die Aktien hochtreibt. Eine von Star und Hanse ist in Europa, wenn man auf Bilderjagd geht. Also da ist das hilfreich, aber ansonsten ist es normalerweise gerade bei Ankara überschaubar, da ist es immer Lloyd. Da seht ihr auch, es hat sich richtig gelohnt, nochmal vorher anzukommen, das Zeug zu verkaufen. Wir fahren auch im Juni wieder runter. Da seht ihr beispielsweise ein großes Problem, da werden jetzt die da wäre jetzt das Saatgut weg in Bombay. Wir kaufen auch hier noch mal ein. Ich kaufe mal welche von Star diesmal. Kaufen auch mal ein 10er-Pack. Und wir kaufen noch eine von Royal. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir noch mal einen Aufenthalt. Ihr kennt ja schon die Methode. Und nach diesem Aufenthalt würde ich sagen, schauen wir mal, dass ihr im zweiten Video seht, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt das erste halbe Jahr geschafft. Machen wir nochmal 14 Tage. Und oh nein, ich fahre da tatsächlich hin. Oh nein, das war nicht richtig. Und ich krieg 14.000 Mark. Na, sehr gut. Hätte ich das gewusst? Hätte ich das gewusst? Ah ja, jetzt muss ich natürlich nach Colombo fahren, also ich gehe auf Weltreise. Da dürft ihr jetzt noch mitschauen, wie es denn in Colombo so aussieht. Ihr seht, es gibt nicht nur die Bahn, sondern es gibt auch das Schiff. Man muss dazu sagen, Charles Lindbergh fliegt ja erst 1927 über den Atlantik. Das heißt, das ist noch nicht gelungen. Jetzt fahre ich natürlich auch zurück nach Ankara. Und deswegen Guatemala, alles gut, ja, passt schon. Oh, ich habe zu wenig Arbeiter. Eieieiei, das ist jetzt natürlich schlecht. 139, ja, ich merke schon, woran es scheitern wird. Meine Konventionalstrafe wird hoch sein. Ich habe ja insgesamt 300 gewollt. Und ich brauche auf alle Fälle mehr Arbeiter. Und zwar ungefähr 100.
Ja, schlecht, schlecht, schlecht. 66 Tage. Ich habe natürlich vergessen, die Arbeiter einzustellen. 6.600 Lohn. Jetzt muss ich mal kurz gucken nach den Termingeschäften. 300 am 12.8. Das heißt, ich habe nochmal die Möglichkeit, den 30. sind 4, 5, 5. Ich könnte nochmal 16 Tage Aufenthalt machen. Das mache ich und dann schauen wir mal, wie ich das Termingeschäft vielleicht retten kann oder vielleicht auch nicht. Müssen wir wirklich jetzt uns anstrengen? Ah, die Aktien sind sehr wichtig. Eine können wir noch kaufen. Denn wir brauchen jetzt wirklich jede Mark, um am Ende wahrscheinlich Saatgut dazu zu kaufen. Jetzt muss ich natürlich rechnen, bis 12.8., das sind 5 Tage im Juli. Und es sind nochmal am 12.8. platzt das Geschäft ja. Und es sind 11 Tage im August. Das heißt, ich brauche 16 Tage Aufenthalt. Ich mache diesmal nicht den Reisetrick, sondern ich sage wirklich Aufenthalt 16 Tage. Und wir schauen mal, wie viel sie in dieser Zeit produzieren können. Ich hoffe genug. Ihr seht auch die Preise, 453 ist es inzwischen. Und nun in Mexiko, alles gut. Solange es keinen in Ankara gibt, Zusammenbruch der deutschen Westfront. Und bald gibt es Friedensverhandlungen. Jetzt sind wir am 11.8. in Ankara, ein ganz wichtiger Tag für uns. Wir haben erstmal die Bank zu plündern. Und zwar wirklich alles raus, was wir haben. Das wird noch nicht reichen. Na, hab doch 40 Star-Aktien. Ihr seht auch, es ist ganz gut Geld da. So. Jetzt müssen wir mal schauen, sie haben 67 Tee geerntet. Das heißt, ich habe 206. Das schicke ich erstmal nach New York. So wie vorgesehen. 206 gehen nach New York. Und jetzt muss ich kaufen, um das Termingeschäft zu schaffen, 94. Machen wir jetzt. Und wir müssen das auch nach New York schicken. Und zwar alle 94. 206 und 94 gibt 300. Damit müssten wir. Da sind die anderen Sachen. Plantage habe ich nur eine aktuell. Ja, damit müssten wir morgen Geld kriegen. Und das möchte ich natürlich auch gerne in Empfang nehmen. Wir machen also genau einen Tag Aufenthalt. 300, wir haben 300, 178.000 Mark, alles gut. Tabak kann ich leider so schnell nicht liefern. Gerne nochmal ein Teegeschäft. Und jetzt schaut noch kurz, was ich mit der Kohle mache und es geht dann im neuen Video weiter. Beziehungsweise wir machen es so, dass ich weiß, das Video ist schon lang. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Klickt ins zweite Video, da seht ihr, was ich mit der Kohle anstelle. Und mir hat es Spaß gemacht, bis dahin wieder mal vermehrt zu spielen und euch auch zu zeigen. Und ich hoffe, ihr bleibt dran bei den nächsten Videos. Wir sehen uns, macht's gut, ciao.